Sport, heißt es dann herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Unbound. Wir machen heute weiter und fahren heute das Rennen Geld wie Heu, holen uns die 24.000, also bauen jetzt nach und nach, fahren jetzt nach und nach unser Dingsrennen. Und das nächste. Speedy, wie steht's? Bin auf dem Sprung. Wo warst du? Hab dich lange nicht in der Werkstatt gesehen. Ich bin geschäftig, Speedy. Suche mehr geöffnete Türen für dich. Ach ja? Was für Türen? Solche, durch die du Rennen gewinnst. Die Türen mag ich. Ich weiß. Wir sehen uns. Ja, wir fahren jetzt Rennen. Ich muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen. Weil Kopf und so, wir sind Stufe 3. Also Geld wie Heu heute und danach ein Auto, ein Rennen, wo es um mein Auto geht. Und zwar den Mazda X7 Spirit. Den ich auch sehr gerne hätte. Wir haben unser Auto fertig, nämlich auf A+. So. Erwartete Position. Jetzt können wir nämlich auch mal. Was fährst du mal für ein Auto? Was ist denn das für ein Ding? Warte mal, ich hätte gerne mal kurz Geld wie Heu. Hallo, herausfordern. Sieht nach einem sieht eigentlich auch noch Corvette aus. Na klar, darf ich das. Klar, ich muss natürlich jetzt ein bisschen mal darauf aufpassen, dass ich mir nicht jetzt hier irgendwas verbaue. Wie viele sind wir denn momentan, Vierter? Von hinten sehe ich besser aus. So, während die zwei da vorne sich jetzt bei den Kopf ein bisschen einlegen, kann ich mich versuchen, ein bisschen reinzupirschen. Scheiße, Mann! Ich krieg dich schon noch. Ja, das gewinnt Chacha. Scheiße, Mann! Ich bin Zweiter geworden, wieder mal nur. Wie gesagt, wir müssen jetzt dazu anfangen, das Geld zusammenzusparen für die Vielleicht dann nochmal noch Reifen drauf auf dem auf das Auto, wenn das geht. Ich weiß gar nicht, ob das die Standardreifen sind sogar. Schlecht.
sieht's aus? Die Korvette ist nicht ohne da, definitiv nicht. Ich komme nicht vorbei, ne? Mann, geh mir nicht auf den Senkel jetzt mit deinem Scheiß. Jetzt hab ich dich endlich. Alle Einheiten, Streife ist vor Ort. Nee, ich werde dich nicht gewinnen lassen. Interceptor im Einsatz. Mein Geld wirst du dir nicht kratzen. Die sind komplett lebensmüde. Versau mir bitte nicht das Rennen jetzt! Ey, wenn ich deswegen jetzt Zweiter geworden bin. Wenn ich deswegen... Ich glaube, ich habe aber gewonnen, aber wenn ich... Oh Gott sei Dank, ey. Ey, wenn ich wegen der Nummer jetzt Zweiter geworden wäre, dann wäre es vorbei gewesen. Boah, wir sind Stufe 5! Wuhuhu! Alter, alles nur für 5! Fick dich! Lass mich in Ruhe! Scheiße, Mann! Vor allem Heli! Lass mich doch in Ruhe! Ich vermute, dass wir das Thema heute abschließen dürfen. Vor allem Geld! Nein, hau ab bitte! Ich hab das scheiß Rennen gewonnen, deswegen will ich das Geld haben! 6 Kopf! Was ist das für eine Nummer? Ja, hau ab von mir jetzt endlich. Das hab ich wirklich verbockt. 4 Cops. Jetzt habe ich die Karre weg. Voraus, das sollte sie aufhalten. Kommt schon, wir kommen uns wieder! Zielperson auf Kennedy Test Track verschwunden. Die Jagd beginnt! Wow. Hey Kiddo, der Polizeifunk kam mehrmals durch, dass die Cops noch härter fahren. Ja. Danke, Ryder. Gut, dass du die Lage im Blick hast. Wollte dir nur sagen, was da draußen auf dem Spiel steht. Geh keine unnötigen Risiken ein. Ah, scheiße, nein, wo ist das nächste Ding? Wo ist das nächste Versteck? Naja, Gott sei Dank.
Ein bisschen weg ist es, oder? Ja. Ich muss die Karre mal auf Null setzen. Ich will die Cola mitnehmen. Noch ist es die Nummer nicht durch. Wir sind Stufe 5. Die Cops sind nicht weit weg. Oder ist es... Wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Kürzen jetzt die Nummer ein bisschen ab. Ja, natürlich steht da ein scheiß Baum, ernsthaft. Oh, Gott sei Dank. Puh, 33.600, noch was. Vielleicht mal neue Reifen oder so drauf, das wäre natürlich total toll. So, Wagen, Leistung, Teile. Der hat schon neue Reifen drauf. Was hat denn der für Reifen drauf? Ja, hier, normaler, klar. Passt doch eigentlich alles soweit. Ja, hier müsste ich auf S gehen und das will ich jetzt erstmal noch nicht. Ich muss jetzt gucken, dass ich auf A plus bleibe. Ich habe natürlich die billigen Dinger noch drin. Fahrwerk. Neutrales Fahrwerk. Silber, das mir reinbringen. Auf jeden Fall ist mal ein neues Fahrwerk rein. Das ist klar. Das brauchen wir auf jeden Fall. Fürs Chassis. Hier würden wir hochgehen. Die sind ja auf Maximum, was das betrifft. So, was habe ich dann an Kohle? 24.000. Ja, wir brauchen so 50.000, ne? Schadenserhöhung. Auf jeden Fall, warte mal. Pro. Super, kann man jetzt nicht erhöhen. Auf jeden Fall ist mal eine Schadenserhöhung. Und ein Aufprallschutz. Das ist klar. Das nehmen wir erstmal mit. Warte mal, halt. Warum darf ich nicht? Och ja, ernsthaft jetzt, ich habe jetzt das Geld umsonst rausgeworfen. Was habe ich denn jetzt überhaupt drin? Aufprallschutz oder Schadenserhöhung? Die Schadenserhöhung habe ich drin, okay. Ah, scheiße. Ah, ist egal. Gut, egal. Genau, in der nächsten Folge werden wir dann uns den Mazda holen und danach geht's dann mit dem Geld, mit dem Sparen für die Qualifikation weiter. Also ich denke mal so 2-3 Folgen noch, dann fahren wir die Quali. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet, hier bei Let's Play Need for Speed Unbound. Und wir gucken mal gerade noch schnell auf die Karte, wollte ich gerade sagen. Und zurück zum Freitag. Ja. Da ist nämlich irgendwo noch ein Rennen. Wir haben in dieser Woche echt gut Profit gemacht. Mhm. Je mehr die Bürgermeisterin über die Rennen spricht, desto heißer werden die Leute darauf. Und das kann ich noch fahren. Gleichzeitig wird die Werkstatt immer bekannter. Aber das machen wir dann nicht jetzt. Letzte Woche neue Kunden an der Strippe gehabt. Und überhaupt, hörst du das? Ich auch nicht. Keine Tests. Vielleicht schaffe ich heute ja sogar mal was. Ist das Ding in der Nacht oder was? Können das Auto noch nicht gewinnen, oder was? Okay. Okay, dachte mir, wir können jetzt das Auto dann irgendwann gewinnen. Warte mal, was ist hier unten noch? Und Übungsfahrt, alles klar.
Nee, alles gut. Wir können. Ich glaube, wir können das Ding erst in der Nacht gewinnen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Gut, wie viel brauchen wir denn überhaupt? 8000 brauchen wir. Also brauchen wir noch ein Rennen, was 6000 bringt. Und damit wir das Ding in der nächsten Folge fahren können, dann können wir das Ding wahrscheinlich hier in der Nähe. Ja, die haben wir, die Kohle. Dann fahren wir den Lakeshore Remix. Und dann danach die Folge fahren wir das große Ding da. Und dann passt das soweit. Wir sehen uns wieder bei Need for Speed Unbound. Bis dann. Tschüss.